Ja, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Still Life, beziehungsweise willkommen zum neuen Projekt Still Life 2. Ich hatte jetzt schon einige Aufnahmeprobleme, deswegen ist das komisch zusammengeschnitten. Nicht wundern, wenn in diesem Titellied hier ein kurzer Hänger ist. Aber immer nach den Entwicklern und bevor dann dieser Bildschirm hier kommt, ist das Spiel bei mir komischerweise abgestürzt, es sei denn, ich starte Fraps erst, sobald ich diesen Bildschirm hier schon offen habe. Ich versuche das Ganze zusammenzuschneiden. Wir wollen natürlich auch das Vorgeplänkel, wir wollen die Entwickler würdigen, die dieses Spiel erschaffen haben. Und es hat mich in seinen Bann geschlagen, muss ich zugeben. Das offene Ende hat mich nicht losgelassen. Ich habe es 2 Tage ruhen lassen und überlegt, oh, was könnte ich als nächstes Projekt neben Harry Potter aufnehmen, als kleine Abwechslung. Aber ich bin nun doch wieder zu diesem Spiel zurückgekehrt. Nehmt es mir nicht übel, Leute, aber ich glaube nicht, dass der Mörder wirklich tot ist. Ich fürchte, der hat überlebt und Victoria, beziehungsweise wir müssen ihn weiterjagen. Nun aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wir sollten ein neues Spiel beginnen und uns einfach mal überraschen lassen. Der letzte Stand war ja, dass sie gekündigt hat beim FBI und nach LA reisen wollte, um ihren Großvater, um seinen Berichten und um dieser ganzen Geschichte noch etwas genauer auf die Spur zu gehen. Und damit steigen wir jetzt einfach mal ein. Drückt die Daumen, dass es nicht wieder abbricht und abstürzt wegen Fraps.
Los Angeles, 2. Januar 2005. 11 passt. Also 11 Uhr am Abend. Hallo? Vic McPherson. Hallo Vic, hier ist Claire. Wie läuft's in Los Angeles? Hallo Claire. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Fortschritte machen. Gar nicht so leicht, zwischen all den Morden einen Zusammenhang herzustellen. Du bist davon besessen. Wenn du nicht gegangen wärst, müsstest du die Einzelteile jetzt nicht allein zusammensetzen. Ich weiß, dass du von meiner Entscheidung, das FBI zu verlassen, nicht begeistert bist. Aber für ein Arschloch wie Browning arbeiten? Nein, danke. Browning wird nicht für immer hier bleiben. Seine Entscheidung, die Akte nach dem Tod des maskierten Killers zu schließen, gefiel auch nicht jedem im Chicagoer Büro. Ich brauche dich wohl nicht daran zu erinnern, dass es keinerlei Beweise dafür gibt, dass dieser Mistkerl wirklich tot ist. Er ist ins Wasser gefallen, nachdem ich auf ihn geschossen hatte. Ich weiß, dass ich ihn getroffen habe, aber soweit ich weiß, ist seine Leiche nie gefunden worden. Nein, da hast du recht. Natürlich hast du Zweifel, aber das Wasser unter der Tominova-Brücke ist eiskalt. Wenn deine Kugel ihn nicht getötet hat, dann hat das kalte Wasser ihn erledigt. Ich würde mir gerne sicher sein, wenn ich an all die Frauen denke, die Opfer dieses Wahnsinnigen geworden sind. Hast du irgendwelche Informationen über den ersten Killer, den der Mörder aus Chicago kopiert haben soll? Sein Name war Ackerman, glaube ich. Ja, Mark Ackerman, Sohn des Gouverneurs Herbert Ackerman. Er wurde Anfang der 30er Jahre in eine Anstalt gesteckt, nachdem er zwei Mordserien begangen hatte. Es kam nie zu einer Verurteilung. Sein Vater hat ihn einliefern lassen, um den Skandal zu vertuschen. Mit voller Unterstützung des FBI. Korruption kommt wohl niemals außer Mode. Das macht mich krank. Und der pensionierte Inspektor Harrison, den du in Kalifornien aufsuchen wolltest. Hast du ihn schon getroffen? Ja. Er hat mir die gesamte Akte über die Untersuchungen von 1956 überlassen. Er ist davon überzeugt, dass Mark Ackerman hinter den Serienmorden in Los Angeles steckt. Wirklich? Ein Killer, der Frauen über mehrere Jahrzehnte ermordet. Dann ein Trittbrettfahrer, der 50 Jahre später dieselben furchtbaren Verbrechen begeht. Der Gedanke ist beängstigend. Ja. Aber dieser Fall ist auch eine persönliche Angelegenheit. Mein Großvater ist in diese Geschichte hineingezogen worden. Er hat mehr verloren als bloß seine Illusion. Wenn ich daran denke, dass sie ihn verdächtigt haben. Ich will die Wahrheit um seinetwillen herausfinden. Egal, was mich das kostet. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, Vic. Wenn ich irgendwie helfen kann. Kannst du bestimmt. Das ist ja cool. Das war beim letzten Mal noch nicht... Letzte Opfer des Mörders, FBI-Neuigkeiten, Untersuchung Richard, Ende der Konversation. Naja, beenden will ich es noch nicht. Ich hoffe, wir können das alles abklappern hier. Hast du etwas Neues über Mia, das letzte Opfer des Killers? Liegt sie noch immer im Krankenhaus? Es geht ihr schon besser. Sie hat den Schock überwunden. Die Ärzte sind recht optimistisch. Wahrscheinlich wird sie bald entlassen. Ich habe sie gestern besucht. Sie will Chicago verlassen. Zu viele schlechte Erinnerungen. Naja, sie sollte aber nicht hierher gehen oder irgendwo hingehen, wo der Täter noch sein könnte. Ich meine, die Claire meinte zwar, das Wasser ist eiskalt, aber ich habe es ja zum Anfang auch schon gesagt, ich glaube selber nicht daran, dass der wirklich tot ist. Was gibt's Neues beim FBI? Hat Miller noch immer seinen nervösen Magen? Ja, auf der Silvesterfeier ist ihm schlecht geworden. Irgendein Witzbold hat ihm Tabasco auf seine Lachshäppchen gekippt. Wir sehen im Moment nicht viel von Browning. Er hat sich nach deiner Kündigung etwas zurückgezogen. Viel ändert sich dadurch aber nicht. Er stand seinen Kollegen ja nie wirklich nah. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Der einzige Ort für so einen Eiswürfel ist ein Whiskyglas. Wie weit sind die Ermittlungen? Arbeitet irgendjemand an dem Fall, nachdem Browning die Gelder gestrichen hat? Offiziell wurde der Killer für tot erklärt. Also hat Browning den Fall geschlossen. Er hatte es ziemlich eilig, die Akten ins Archiv bringen zu lassen. Na klar. Einige gut situierte Leute haben einigen der getöteten Mädchen öfter einen Besuch abgestattet. Browning war einer von ihnen. Ich frage mich wirklich, was er opfern musste, um den Skandal zu vertuschen. Wenn ich nur daran denke, dass ich unter ihm gearbeitet habe. Es macht mich krank. Tja, meine Liebe. Betonung liegt auf gearbeitet habe. Du bist ja nicht mehr dort. Ich hoffe, Richard belästigt dich nicht allzu sehr. Er hat ein paar Nachrichten auf meinem Anrufbeantworter hinterlassen. Er hat mich nur angerufen, um sich nach Mia zu erkundigen. Er fühlt sich schuldig, weil er sie gehen gelassen und dem Killer damit Tür und Tor geöffnet hat. Ich weiß, er hat schwer daran zu knacken. Allerdings spricht doch nichts dagegen, dass der Killer auch ihn ausgeschaltet hätte, um an Mia heranzukommen. Sei es drum, er vermisst dich. So viel ist sicher.
Er freut sich sehr auf deine Rückkehr. Ich muss dich noch um einen letzten Gefallen bitten, Claire. Um einen großen. Ich brauche Zugang zur FBI-Datenbank. Für deine Recherchen, was? Wow, ich gehe mit den Vorschriften in letzter Zeit wirklich etwas lax um. Ich will nicht, dass du Schwierigkeiten bekommst. Mach dir keine Sorgen um mich. Der Zugangscode wurde vor ein paar Tagen geändert. Ich werde ihn überprüfen und ihn dir per SMS schicken, okay? Danke, Claire. Ich werde dich jetzt in Ruhe lassen. Bis bald. Neues Einsatzziel. Spiel, lass diese Hänger. Ich flehe dich an. Transformator mit Kabel. Zwei Felder? Ach, das ist unser Inventar. Das ist unser... Mit Vic verwenden. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Vics geladener Revolver. Sie hat schon ein Smartphone. Wow, ich glaube, das war beim letzten Mal noch nicht so. Da sind Textnachrichten. Das ist dann wohl unser... Einsatzziele. Zu bestätigende Einsatzziele. Okay. Treiben Sie die Ermittlungen zum Mörder in Chicago voran. Ich bin mir sicher, dass die Identität des maskierten Killers irgendwo in diesen Dokumenten verborgen liegt. Ich sollte mir alles noch einmal sorgfältig durchlesen. In welchen Dokumenten? Und verbinden Sie sich mit der FBI-Datenbank. Die Datenbank des FBIs enthält eine riesige Anzahl von Kriminellen. Es würde mir sehr weiterhelfen, wenn ich sie durchsuchen könnte. Aber ich brauche das Passwort. Okay. Dokumente ist bis jetzt noch leer. Bilder. Sounds und Texte. Einsatzziele. Und was haben wir hier? Nachrichten und Kontakte. Oh, am 1. Januar von Richard eine... Hier ist Richard. Ich hoffe, in L.A. läuft alles gut. Silvester ohne dich war ziemlich traurig. Ruf mich bald zurück. Okay. Der Arme. Unser Freund war das ja. Der Leiter dieser Galerie. Und sehr schön auch, was ich noch anmerken wollte, dass man im Intro nochmal einen kurzen Rückblick gesehen hat, beziehungsweise sah es für mich an einer Stelle auch so aus, als hätte er diese ganzen Bilder dann abgehängt. Gut, schauen wir uns die zweite nochmal an. Hallo Vic, hier ist Richard. Ich vermisse dich. Ich kann deine Rückkehr nach Chicago kaum erwarten. Ich liebe dich, mein Schatz. Oh. Ich werde alles daran setzen, lieber Richard, dass deine Victoria schnellstmöglich zu dir zurückkehrt. Das kannst du mir glauben. So, wie kriegen wir das denn mit klein, das Smartphone, bitte? Ich will wieder zu meiner anderen Ansicht, also. Freizuschaltende Fähigkeit. Pistole ist eine Fähigkeit. Muss man sich ja erstmal hier wieder rein kombinieren, trennen. Reinfitzen. Spielmenü. Nein, da wollen wir jetzt nicht hin. Okay. Wow, das war unser erstes Opfer. Damit ging alles los im letzten Teil. Und wir kämpfen immer noch damit, das Ganze aufzuklären. Ich denke aber, Victoria hat zu Recht ein schlechtes Gewissen. Beziehungsweise den Verdacht, dass da irgendwas nicht stimmt. Transformator mit Kabel zwei Felder. Okay. Haben wir jetzt eingesammelt. Die Tür geht nicht auf. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Da können wir was untersuchen. Was haben wir denn? Die Frauen auf diesen Bildern sind Ackermans Opfer. Ackermans? Ach, du hast das Buch auseinandergenommen mit den Bildern. Die Frauen auf diesen Bildern sind Ackermans Opfer. Ja, meine Liebe, das wissen wir doch. Gut. Gibt es eigentlich eine Anzeige für Hotspots? Das wäre mal Leertaste und was es sonst so ist, ist es schon mal nicht. Gut, da können wir noch was angucken. Oh, die Kamera ist ja interessant. Gut. Sehen wir uns noch einmal die Hinweise an, die wir haben. Ich werde mir Notizen auf meinem Smartphone machen, während wir sie durchgehen. Ah ja, mach das. Dann gehen wir das Ganze mal durch. Ein Zeitungsartikel vom 19. März 1956.
Er berichtet von der Festnahme eines Verdächtigen im Zusammenhang mit den LA-Morden. Zeitungsausschnitt. Dieser Ausschnitt stammt aus dem Besitz von Harrison. Der Artikel aus der LA Tribune berichtet von der Verhaftung von Harold Perrin, siehe Foto auf der nächsten Seite, der der Los Angeles Ripper sein könnte, verantwortlich für 5 Morde, die in den vorhergegangenen Monaten verübt wurden. Die Opfer, ausnahmslos junge Prostituierte, waren fürchterlich verstümmelt worden. Die Verhaftung wurde von Inspektor Michael Harrison vorgenommen. Er hatte Perrin observiert und ihn überrascht, als er eine weitere junge Prostituierte beobachtete. Zu dieser Stunde wird Harold Perrin von Inspektor Harrison verhört, der später eine Pressekonferenz abhalten wird, um die Öffentlichkeit über den Stand der Ermittlungen zu informieren. Gegen Ende des Artikels zieht der Journalist einen Vergleich zum Tod von Elizabeth Ann Short. 9 Jahre zuvor. Die Verbrechen des Los Angeles Ripper gleichen in ihrer Brutalität dem Mord an der Schwarzen Dahlia. Gibt es eine Verbindung zwischen diesen beiden Fällen? Ach, und das ist der Täter. Gut, der potenzielle Täter. Ich bezweifle, dass zwischen den beiden Fällen eine Verbindung besteht. Noch so ein Hirngespinst einer übereifrigen Journalistin. Naja, Verbrechen ziehen leider auch solche Leute an. Das haben wir gelesen. Was haben wir hier? Eine Broschüre über die Ackerman-Ausstellung, die von Richard organisiert wurde. Hier sind Reproduktionen von Gemälden abgebildet und einige interessante Informationen zu lesen. Broschüre gestaltet von Richard Valdez. Mark Ackerman, eine Vision. Die Valdez-Galerie in Chicago hat die Ehre, eine Ausstellung präsentieren zu können, die die Arbeiten von Mark Ackerman erstmalig der Öffentlichkeit zugänglich macht. Ackerman, ein amerikanischer Maler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, lebte an verschiedenen Stationen in Europa, bevor er sich in Los Angeles niederließ. Die Ausstellung zeichnet die verschiedenen Perioden im turbulenten Leben des Künstlers nach. Lassen Sie sich entführen von den puren Emotionen, die von Mark Ackermans Gemälden ausgehen. Die Landschaften und Porträts vermischen gekonnt Traumbilder und Realität, Bewusstsein und Unterbewusstsein, Gelassenheit und Angst. Die Leidenschaft und die kreative Kraft dieses unglaublichen, noch unbekannten Künstlers werden Sie tief bewegen. Die Valdez-Galerie bedankt sich bei Gerald Carter, dem Direktor des Studiengangs der schönen Künste an der Universität von Chicago und dem Initiator dieser Ausstellung. Die für die Akquisition der Arbeiten benötigten Geldmittel konnten mit Unterstützung der Labyrinth Foundation aufgebracht werden. Mehrere Gemälde sind in der Broschüre abgebildet. Dr. Hyde, der Schüler, Beatrice, siehe nächste Seiten. Genau, die kennen wir ja alle, Beatrice. Die Labyrinth-Stiftung. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich bei meinen Ermittlungen auf diese Organisation stoße. Ich glaube, sie haben eine Website. Okay, da müssen wir dann demnächst mal nachschauen. Gut, was haben wir noch? Ein Zeitungsausschnitt vom 22. März 1956. Der Artikel berichtet von einem Feuer in der Klinik, in die Mark Ackerman eingeliefert wurde. Ein Artikel der Los Angeles Times. Am 21. März brach im Bromden-Institut einer Privatklinik, die eine psychiatrische Anstalt beherbergt, ein Feuer aus, das 10 Menschen das Leben gekostet hat. Auch einer der Ärzte des Instituts, der namhafte Dr. Kelly, siehe Foto auf der nächsten Seite, starb in den Flammen. Ebenfalls unter den Opfern war Mark Ackerman. Sicher? Sohn des Gouverneurs von Kalifornien, Herr Herbert Ackerman. Der seit mehr als 20 Jahren inhaftierte Mark Ackerman war einer von Dr. Kellys Patienten. Dann ist das der Dr. Hyde. Die Polizei nimmt an, dass er für die Katastrophe verantwortlich ist. Wahrscheinlich. Eine Schwester, die vom Mittagessen zurückkehrte, hatte den Alarm ausgelöst. Wäre ich nicht mit meinem Sohn Henry zum Essen ausgegangen, wäre ich vielleicht auch gestorben. Der Artikel führt aus, dass die Schwester den mutmaßlichen Brandstifter gut kannte, dass sie seit vielen Jahren Dr. Kellys Assistentin gewesen war, bevor sie in eine andere Abteilung versetzt wurde. Sie widersprach dem Verdacht der Polizei nicht. Ja, Dr. Hyde, da haben wir ihn ja. Diese Krankenschwester. Sie könnte mit Ackerman in Verbindung stehen. Ich muss mehr über sie herausfinden. Vielleicht ist das ja diese Beatrice. Gut, das geht nicht da hinten. Das ist schon vom Bett gepurzelt. Hier, Secret. Die Akte über die Morde in Los Angeles. Harrison hat sie mir gegeben.
Seine Schlussfolgerungen stimmen mit der offiziellen Meinung nicht überein. Zusammenfassung der Mordserie in Los Angeles. Akte zusammengestellt von Michael Harrison, LAPD-Inspektor. Los Angeles Police Department. Zwischen Dezember 1955 und März 1956 wurden in verschiedenen Seitenstraßen von Los Angeles 5 Prostituierte tot aufgefunden. Sie waren erstochen und die Eingeweide entfernt wurden. Ihre Leichen waren verstümmelt und die Hände oder Füße vom Körper abgetrennt wurden. Siehe Fotos auf den folgenden Seiten. Die Morde fanden ohne Zeugen statt und an den Tatorten wurde nicht ein einziger brauchbarer Hinweis gefunden. Die Presse gab dem Mörder den Spitznamen Los Angeles Ripper und prangerte die Inkompetenz der Polizei offen an. Der mit den Ermittlungen betraute Officer Inspector Harrison stand unter großem Druck, den Täter schnell dingfest zu machen. Am 19. März 1956 wurde endlich ein Verdächtiger festgenommen. Der 27-jährige Harold Perrin. Perrin war ein ehemaliger Insasse des Bromden-Instituts, einer psychiatrischen Klinik. Nach dem Urteil der von der Polizei beauftragten Experten zeigte er zahlreiche Symptome einer Geisteskrankheit. Trotzdem war er 2 Jahre zuvor aus dem Institut entlassen worden. Sein Geisteszustand war zuvor von den Ärzten als erfolgreich behandelt eingestuft worden. Wow. Das. Oh, da hat man sogar die Beine ab. Also, ja, die Füße, Knöchel abgetrennt. Boah. Da fehlen die Hände. Harrison glaubte, dass Harold Perrin unter dem Einfluss eines anderen Mannes gehandelt hatte, Mark Ackerman, ein psychologisch labiler Maler. Seine Vorgesetzten unterstützten diese Theorie jedoch nicht. Ackerman selbst starb 2 Tage nach Perrins Festnahme in einem Feuer, siehe Zeitungsartikel vom 22. März 1956. Im Verlauf seiner Ermittlungen zum Los Angeles Ripper konzentrierte sich Harrisons Verdacht zuerst auf Ackerman, nachdem er Ähnlichkeiten zu alten Fällen entdeckt hatte. Er kontaktierte Gustav McPherson, einen ehemaligen Privatdetektiv, der an einem dieser Fälle gearbeitet hatte. McPherson schickte ihm ein äußerst verstörendes Dokument. Die Geständnisse von Herbert Ackerman, Gouverneur von Kalifornien und Vater von Mark Ackerman. In diesen Geständnissen bestätigte Herbert Ackerman, dass sein Sohn für zwei Mordserien verantwortlich war. Die erste 1929 in Prag und dann 1931 in Chicago. Dank der professionellen Behandlung von Dr. Edward Kelly konnte Ackerman seit 1932 im Bromden-Institut seine kriminellen Instinkte mehr als 20 Jahre kontrollieren. Aber seine wahre Natur sollte schließlich doch wieder die Oberhand gewinnen. Ackerman, der das Institut selbst nicht verlassen konnte, wählte sich einen Stellvertreter, der die Morde an seiner Stadt ausführen sollte. Und genau das hat unsere Victoria ja das letzte Mal im Teil 1 schon vermutet. Nachdem er mehrmals das Institut besucht hatte, um Ackerman zu befragen, entdeckte Harrison, dass der Maler regelmäßige Besucher eines gewissen Harold Perrin empfing, einem scheinbar harmlosen jungen Mann, der wegen minderschwerer geistiger Störungen 3 Jahre in der Klinik verbracht hatte. Im Anschluss an Harold Perrins Verhaftung am 19. März wurde dieser im Rahmen einer Presseerklärung als Hauptverdächtiger des Falls präsentiert. Am Abend des 21. März brach Perrin zusammen, als er von Mark Ackermans Tod erfuhr. Er gestand seine Verbrechen, belastete jedoch seinen mutmaßlichen Mentor nicht. Gegen Ackerman wurde niemals eine offizielle Anklage eingereicht, obwohl Harrison von seiner Rolle bei den Morden überzeugt blieb. Nach der Verhaftung Perrins und dem Tode Ackermans geschahen keine weiteren Morde. Bis jetzt. Harrison sah die Gemälde, die Ackerman vor seiner Einlieferung angefertigt hatte. Gemälde, die nach seiner Hypothese die Motivation für seine Morde waren. Er beschrieb sie als krankhaft und beängstigend, jedoch enorm ausdrucksstark. Dies traf auf die Gemälde, die Ackerman während seines langen Klinikaufenthalts anfertigte, nicht zu. Harrison war überzeugt, dass er nicht alle von Ackermans Gemälden gesehen hatte, vor allem eines, das dieser vermutlich unmittelbar vor seinem Tod gemalt hatte. Kommentar: Eine Notiz der Akte deutet darauf hin, dass Harrison die Geständnisse von Herbert Ackerman im Februar 2003 an einen gewissen Emil Sarkovic übergeben hat. Einen Journalisten, der behauptet hatte, eine Biografie über Herbert Ackerman anzufertigen. Aus vorgeblichen Gründen der Authentizität nahm der Journalist die Originaldokumente mit sich. Er versprach, sie Harrison zurückzugeben, hielt sein Versprechen jedoch nicht ein. Aha. Sarkovic. Ich kenne diesen Namen. Wo habe ich ihn schon einmal gehört? Okay, von mir aus auch Sarkovic.